Wenn ihr noch günstige FIFA-Coins zum Team of the Season braucht, checkt mal gerne meinen Sponsor IG-Fold aus. Der Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch 8% sparen wollt, gebt einfach bei der Bestellung den Rabattcode FIFAGAMING ein. Außerdem könnt ihr noch gerne meinen Shop auschecken für die neuen Nice Hoodies, T-Shirts, Handyhüllen, Sweater und vieles mehr. Link ist natürlich auch wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es gerade zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte von mir persönlich unterschrieben dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Footdrop-Video auf meinem Kanal. Und heute werden wir mal versuchen, einen neuen Icon-Rekord aufzustellen, ja. Ihr werdet gleich noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Außerdem jetzt erstmal, ihr wurdet ja, was geht, Leute, und herzlich willkommen zu, was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Footdrop wieder auf meinem Kanal. Heute werden wir versuchen, einen neuen Icon-Rekord im Draft aufzustellen. Ja, es wurden ja auch schon mittlerweile die FIFA 19 Icons released, beziehungsweise ein paar davon. 5 Stück, glaube ich, insgesamt, ne? 5 Stück wurden schon released. Jetzt wollte ich euch mal fragen, schreibt mal unten in die Kommentare, welche Icon ihr euch für FIFA 19 wünschen würdet. Ich bin mal gespannt. Oliver Kahn, Zinedine Zidane, fällt mir nur gerade ein, ich weiß jetzt nicht. Andrea Pirlo, okay, der hat diese Saison aufgehört, wäre ein bisschen zu kurzfristig. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, wen ihr euch noch so wünschen würdet. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefällt und ihr euch auf FIFA 19 freut. Ihr wisst es, ein Like ist doch wieder easy drin. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren und Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Täglich 14:30 und 18 Uhr hier auf meinem Kanal gerne einschalten. Ich würde mich freuen. Checkt jetzt außerdem noch gerne meinen Shop aus. Für die Camouflage-Sachen gibt es in Blau, gibt es in Rot, gibt es in Grün, gibt es in Grau. In allen 4 Farben als T-Shirt und natürlich auch als Pullover erhältlich, also gerne abchecken. Gratis Autogrammkarte gibt es auch, wie immer, zu jeder Bestellung dazu, von mir persönlich unterschrieben. Und ihr wisst es, ab 35 Euro Bestellwert gibt es die blaue Camouflage Nice Tasse, gratis zu jeder Bestellung dazu, also gerne abchecken, Leute. Nur solange der Vorrat reicht, limitiert, also beeilt euch. Ich weiß nicht, wie lange es noch geben wird. Wir starten ins Video, Leute. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. Da haben wir sie doch wieder, Leute. Meine Lieblingsformation, die 5, 2, 2, 1. Ab geht's. Es ist einfach eine geile Formation. In FIFA 18 ist es einfach eine geile Formation. Maradona habe ich am Start, Leute. Ronaldo ist auch noch am Start. Suarez, Ribéry, Agüero. Okay, das Ding ist, ich habe ja immer noch, ihr wisst es, mein Rekord liegt immer noch bei 3 Icons. Im normalen Footdraft, ja, im World Cup Footdraft hatte ich ja 8 Icons, hätte ich ja wirklich fast ein volles Icon-Team gebaut. Aber irgendwie bin ich seitdem im normalen Draft nicht mehr über 3 Icons rausgekommen. Ich hatte noch nie 4 Icons. Schreibt, ja, gerne mal in die Kommentare, was euer Icon-Rekord ist, ja. Also ich bin echt mal gespannt. Wir nehmen jetzt Maradona mit, eventuell wird es ein neuer Rekord. Ich bin mal gespannt, es wurden ja schon einige FIFA 19 Icons angekündigt. Und ich muss wirklich sagen, es waren ziemlich geile dabei. Also ich habe ziemlich Bock auf die FIFA 19 Icons, die jetzt schon released wurden. Ich hoffe, dass noch ein paar dazukommen würden, ja. Werden. Wäre geil, muss ich sagen. Aber mal sehen, ja. Es sind jetzt, glaube ich, schon 5 released worden. Wäre geil, wenn nochmal so 5 dazukommen würden. Ihr könnt gerne mal eure Tipps, wie ich es am Anfang gesagt hatte, unten in die Kommentare schreiben. Ich bin echt mal gespannt, wen ihr euch so wünschen würdet. Und wir schauen jetzt, dass wir hier mal einen neuen Icon-Rekord auf die Beine gestellt bekommen. Wird zwar schwer, aber naja, was soll's. Müssen wir irgendwie probieren, ne? Okay, linker Verteidiger, Roberto Carlos. Wahrscheinlich, oder? Staphylidis. Ich habe irgendwie, ich habe echt irgendwie das Gefühl, so, es gibt teilweise echt immer nur pro Woche oder so dieselben Icons, die man dann bekommen kann, ja? Weil ich habe zum Beispiel so lange schon nicht mehr R9 bekommen. Das ist echt krass, man, am Anfang, zu Beginn von FIFA 18, wisst ihr vielleicht selber, hat man R9 eigentlich in jedem Draft gehabt. Seitdem hatte ich den aber irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht warum, Mann, ganz ehrlich. Wir haben Bonucci am Start, 96er, oh, Zinedine hier. Ihr wisst es, der Prank von Zidane, ey, eine richtige Legende, der Typ. Ich würde mir Zidane auf jeden Fall wünschen für FIFA 19, aber ich denke mal, das wird, denke ich mal, nicht passieren. Ja, wir nehmen Bonucci mit, ein Team of Dir, eine Icon. So kann es weitergehen, ja. Zweiter Team of Dir vielleicht. Ja, Thiago Silva, Varane, haben wir noch eine pinke Karte. Let's go, sieht fresh aus. Wir haben alles am Stadion, full bunt. Let's go, oder Varane, wir nehmen Thiago Silva mit, 94er. Tots ist auch nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber bislang erst eine Icon. Wir machen weiter auf der ZM-Position, das wird keine Icon, das sieht man schon, das wird komplett Katastrophe. Wir haben Renato Sanchez immerhin als Transferversion. Wow, oder Florenzi. Florenzi wäre gar nicht so schlecht für die Chemie hier, für unseren Bonucci. Okay, dann nehmen Florenzi mit, was soll's, geht klar. Torhüter, okay, Torhüter gibt es immer mal wieder eine Icon, ja. Aber, ja, jetzt nicht, ey, tolle Sache. Ter Stegen, 94, ist auch fresh. Handanovic, wäre gut für die Chemie, wir nehmen mal Ter Stegen mit. Komm, Ter Stegen 94er ist freshe Sache, Leute, ihr kennt das Ganze. Ihr wisst doch Bescheid, weiter geht es. Auf der Stürmerposition oder Innenverteidiger Stürmer machen wir. Das wäre jetzt R9 zu bekommen, aber es kann schon nicht R9 werden. Das sieht man schon an der Animation.
Ey, das ist so komisch mit den Icons. In dem normalen Draft muss... Ich hoffe, das wird in FIFA 19 nochmal geändert, dass man einfach mehr Icons bekommen kann. Ganz ehrlich. Im Welcome-Modus war geil. 8 Stück in einem Team. Ich meine, das war ja auch nicht jedes Mal so, ja. Aber man hatte eigentlich jedes Draft, muss man ehrlich sein, mindestens 3 bis 4 Icons. So ist halt einfach geiler, muss man ganz ehrlich sagen. So... Ja, EA muss sich mal langsam so für die Drafts ein bisschen noch was Neues ausdenken, ja? Und was heißt Neues ausdenken? So ein bisschen spannender das Ganze machen. Und das wäre vielleicht eine Option für FIFA 19, dass man wirklich mehr Icons einfach bekommt. Aber naja, weiß man nicht. Ne? Stones haben wir, was ist? Ferrari ist am Start. Legende, Hashtag Ferrari in die Kommentare. Könnten wir sogar mitnehmen, für die Chemie ist ja gar nicht so schlecht. Nehmen wir auch mal mit, Hashtag Ferrari in die Kommentare, let's go! Aber wir haben bislang halt wirklich nur ein Icon, ey. Also, ich hoffe, wir kriegen noch irgendeine zweite oder so. Mané, Mbappé und Salah. Und Vasquez. Und Figuin nicht vergessen. Wir nehmen Salah mit. Haben einen 91er, 98er. Tots wäre zwar fresher, aber okay. Ronaldinho. Wahrscheinlich Ronaldinho. Wahrscheinlich Ronaldinho auf dem linken Flügel, wenn ein Silberspieler kommt. Grüße gehen raus an den Silberspieler, an Akam. 94 Tempo. Bro, sei nicht böse. Aber naja, egal. Nehmen wir mit. Okay, 91er Wertung, 68 Chemie, wir haben eine Icon bislang, da kommt aber noch, glaube ich, eine dazu, eine kriegen wir noch, eine müssen wir noch kriegen, wir haben Dybala, der ist für die Chemie gar nicht so schlecht, zack, packen wir mal hin, sind wir auf 74, Ferrari kommt hier rüber, sind wir auf 80, jetzt müssen wir natürlich noch Walker mehr oder weniger austauschen, passt jetzt nicht ganz so rein und Ter Stegen, unser Torhüter, passt auch absolut null rein, fällt mir gerade auf, wir haben Wood, wir haben Ben Yedder und Benzema, wir nehmen Benzema mal mit, wir brauchen einen neuen linken Flügel, also der Bronze-Spieler passt da gar nicht hin. 93er Rafael Varane, Innenverteidiger, 93er Rating, 88 Tempo, kann man mal machen, nehmen wir mit. Ja, einfach zu krank die Karte, muss man ehrlich sagen. Ja, lassen wir erstmal so, würde ich sagen. Bringt uns jetzt gerade auch nicht viel mehr, auch nicht viel weniger, aber naja, wir machen erstmal weiter. Es sind alles keine Icon-Animationen, Mann. Man muss diese andere, ich sag euch gleich, wenn die Animation kommt, dann könnte es eine Icon werden. Ihr wisst es ja, ich habe so viele Drafts gemacht, ich kann das mittlerweile eigentlich erkennen, was für Karten kommen könnten, bei welcher Animation. Das ist immer, ich kenne das schon mittlerweile, ey, das ist immer dasselbe. Ich sag's euch, Morata nehmen wir mit. So, guck mal jetzt die Animation. Das könnte ein Icon werden. Das war diese fette Animation. Ach, komm, halt's mal. Das wird Gareth Bale. Och, Mann, ey, bin ich voll gehypt gewesen. Das hätte ehrlich ein Icon werden können. Habt ihr es gesehen an der Animation? Das war diese richtig bunte Animation, ja? Dann gibt's einmal diese halbbunte und einmal diese komplett ohne bunt, ja? Ich werde es euch gleich nochmal sagen, für diejenigen, die es immer noch nicht wissen. Aber ich glaube, die meisten kennen das mittlerweile auch, ne? Mit diesen verschiedenen Animationen. Ich glaube, ihr wisst auch mittlerweile, wie es aussieht. Ihr habt auch schon so viele Drafts bei mir gesehen. Footdraft Gaming ist da. Ihr wisst Bescheid. Okay, wir müssen auch schauen, dass wir auf Chemie kommen. Wir haben drei... Vom Ding her drei Realspieler, aber die können wir irgendwie nicht zusammenbringen für Chemie, glaube ich. Was macht unser linker Flügel da eigentlich immer? Ich verstehe es nicht. Okay, wir könnten natürlich Benzema und Bale reinstellen. Aber das ändert an der Situation eigentlich gar nichts. Nur, dass Florenzi dann noch einen Chemie-Link weniger hat. Also von daher unnötig. So, das war diese halbe Animation jetzt hier. Da kommt Marco Reus, auch nicht schlecht. Als Foot Birthday. Und wir gehen jetzt hier ehrlich mit einer Icon raus, oder was? Eine zweite hätte ich schon noch ganz gerne. Jetzt mal ernst, ernsthaft. Eine zweite wäre schon ganz nice. Aber das muss abgeändert werden in FIFA 19. Die müssen mehr Icons in diesen Draft-Modus packen, ey. Aber vor allem ist es immer so, am Anfang in FIFA kriegt man viel mehr Icons am Ende. Das war die brokeste Animation, die man kriegen konnte. Das sind auch die brokesten Spiele. 168 Tempo als Stürmer. Was ist denn mit dir los? Mann, das gibt's doch nicht. Icardi haben wir am Start, 89er Icardi. Könnten wir sogar auf den linken Flügel, glaube ich, stellen. Das wäre schon mal, ja, 2 Chemie mehr, ne? Was man nicht alles tut, um ein paar Chemiepunkte rauszuholen. Machen wir erstmal so, sind wir auf 82. Also ich glaube, 100 Chemie wird schwer. Aber naja, wir müssen, obwohl, geht. Wir brauchen eigentlich, ja, kommt drauf an. Wenn wir jetzt gleich einen anderen Torhüter bekommen, dann sieht die Situation eigentlich schon viel, viel besser aus. Das wird auch keine Icon, das ist diese halbe Animation gewesen. Da kommen so halb gute Spieler. Vitolo, Matic, Zaha, Kandreva, Guedes. Wir nehmen Matic mit, glaube ich. Oder? Ja, Matic nehmen wir mit. Das ist ein guter Spieler. Okay, 4 Spieler haben wir noch. Komm, bitte. Es wird auch wieder nur so eine halbe... Ja, obwohl... Boah, nicht schlecht, Mann. Aber es war auch wieder nur diese halbe Animation, wo keine Icons kommen können. Also ich habe noch nie bei so einer Animation wie gerade ein Icon gesehen. Ja, also ich weiß nicht. Das geht, glaube ich, nicht. Es kann nur bei dieser heftigen Animation eine kommen. Aber wir können jetzt gleich nur noch einen Innenverteidiger oder Torhüter-Icon bekommen. Okay, Torhüter wäre noch ganz... Warte mal, wir müssen mal schauen. Rakitic... Die bringen uns beide nicht wirklich viel. Robben bringen uns auch nicht viel mehr. Ist halt higher rated als Rakitic, ne? Muss man dazu sagen. Rakitic nehmen wir mal mit. Was ist, wenn wir den... Ach du Scheiße. Das ist, naja, das war komplett broke. Wir haben einige... Ah, scheiße, Mann. Ja, wir haben halt auf Serie A das Team aufgebaut. Und Serie A haben wir dann irgendwie nicht mehr so wirklich bekommen, ne? Also,
auch nicht so geil. 92er Wertung, 82 Chemie, immerhin. Läuft gut. Das, was ist das schon wieder, Alter? Elusondo, Mann. Ich kack mir in die Hose. Ich sag's euch, ich kack mir ehrlich in die Hose. Ey, Elusondo, meine Fresse, das gibt's ja nicht. Jawohl. Wir können das Team vom Dinger jetzt komplett umbauen, ne? Warte mal. Wir können das Team jetzt ehrlich einmal umbauen. Zack. Zack. Dann haben wir aber keinen. Ja, okay, linker Flügel fehlt dann immer noch. Aber zack. Zack. Rakitic noch rein. Ach, scheiße. Nee, so genau, so willst du machen. Ja, okay, dann toll. Aber ey, ich habe jetzt das ganze Team auch umgebaut und im Endeffekt haben wir einen Chemiepunkt weniger. Das war der größte Minus meines Lebens. Das gibt's doch nicht, ey. Ich habe das ganze Team umgebaut für einen Chemiepunkt weniger. Geile Sache. Obwohl, warte mal, vielleicht können wir noch einen anderen Chemie. Ja, doch. Wer was? Zack, Dybala. Zwei Chemiepunkte mehr. Läuft. Hat sich gelohnt, Leute. Nee, ein Chemiepunkt mehr. Ich habe das ganze Team umgebaut für einen Chemiepunkt mehr, Alter. Ich kack mir ehrlich in die Hose. Ich glaube es nicht. So viel Aufwand für einen Chemiepunkt. Ich glaube es nicht, ey. Na egal. Wir haben noch zwei Spieler. Komm, noch ein. Ja, das könnte ein Icon werden. Natürlich Pepe, ey. Geil. Wird natürlich Naldo, Bailly, Pepe, Vertonghen, Glick, besser Spieler, 86, Pepe. Danke dafür, Mann. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Es hätte jetzt ein Icon werden können. Das war die Animation. Aber, ja, es kann doch einfach so kommen. Was ist mit Naldo? Kriminelle Chemie? Das ist so schlecht, ne, mit der Chemie. Wir kommen nicht mal volle Chemie, ey. Das gibt's doch nicht. Vertonghen. Bei hier haben wir noch, bringt uns alles nichts. Naldo, bringt uns auch nichts. Scheiße, Mann. Wir nehmen mal Naldo mit. Das ist eine Legende, der Naldo ist ein guter Spieler, guter Bundesliga-Innenverteidiger. Das ist der letzte. Lafont haben wir hier noch. Oh, da ist er doch, der gute Lafont. Ederson haben wir noch. Bringt uns auch gar nichts, Leute. Okay, das war's von diesem Draft, Mann. Eine Icon. Was will man mehr, Leute? Eine Icon. Das gibt es so nicht. Wir wollten einen neuen Icon-Rekord machen und kriegen eine. So, Leute, das war's dann von diesem Footdraft. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Icon ihr euch für FIFA 19 wünscht. Ich bin gespannt. Ab in die Kommentare, Leute. Ich bin gespannt auf eure Icon-Vorschläge. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Und checkt jetzt noch gerne meinen Shop aus für die Camouflage. Dann gibt es in Blau, gibt es in Grau, gibt es in Rot, gibt es in Grün. In allen vier Farben als T-Shirt und als Pullover erhältlich. Also gerne abchecken. Der Link zu meinem Shop ist wie immer oben in der Videobeschreibung. Also gerne abchecken. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und ciao.